Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute dreht es sich wieder so ein bisschen um die 5-Tipps-Reihe, aber natürlich auch um Stephen King, um den Meister höchst selbst. Ich selbst gehöre ja zu den Kingsianern und es gab ja jetzt vor einigen Tagen dazu auch mal wieder einen Hangout von uns. Und ja, wenn ihr euch schon immer die Frage gestellt habt, wie ihr selbst ein Kingsianer werden könnt, dann hört euch einfach mal meine Buchempfehlungen dazu an. Ich möchte jetzt nicht einfach meine 5 Lieblingskings benennen, denn das wäre zum einen auch wirklich schwierig, sich da 5 herauszusuchen. Ich habe mir tatsächlich so ein bisschen überlegt, was sind die Unterschiede der einzelnen Kings, welche Kings sind eben auch einfach für Anfänger so geeignet, wenn einer sagt, ich möchte einfach mal starten, welche Bücher würdest du empfehlen? Diese Frage bekomme ich ganz oft und ich habe jetzt 5 ja doch irgendwie unterschiedliche Genres Bücher herausgesucht, auch von der Dicke her sehr unterschiedlich und ich blende euch die auch ein bisschen mit ein und sage euch natürlich ein bisschen was dazu. Ein King, den ich eigentlich immer empfehle, ist The Green Mile. Hier haben wir im Genre eher so Fantasy, Übernatürliches, eigentlich kaum Horror oder Grusel. Es ist eher so das Übernatürliche, was hier so ein bisschen dieses beklemmende Gefühl auslöst. Ein Buch, was glaube ich in 5 oder 6 Teilen herausgekommen ist, wo glaube ich monatlich auch ein Teil erschienen ist. Aktuell gibt es auch schon eine Gesamtausgabe davon. Und das war ein Buch, wo ich anfangs wirklich dachte, was erwartet mich hier? Denn wir sind hier auf der grünen Meile, so nennt man ja die letzte Meile sozusagen im Todestrakt in den USA und die Zeit ist glaube ich so 1960, glaube ich, spielt es und ja, wir begleiten ja einen im Todestrakt arbeitenden Polizisten und ja, der uns auch so ein bisschen seine aktuellen Gäste, Gefangenen, Häftlinge sozusagen näher bringt. Und es passiert etwas Übernatürliches mit einem dieser Häftlinge, beziehungsweise ist an ihm etwas Übernatürliches, vermeintlich. Und ja, das ist eine Geschichte, die auch schon verfilmt wurde, unter anderem auch mit Tom Hanks. Jetzt nicht, bin ich nicht der größte Fan von Tom Hanks, aber von der Geschichte. Denn The Green Mile ist für mich eine absolute Gänsehautgeschichte. Nicht unbedingt von Beginn, sie baut sich sehr langsam auf, aber als es dann losgeht, hat man wirklich seitenweise Gänsehautmomente. Man hat so ein ganz beklemmendes Gefühl, man spürt, dass auch irgendwas ja in der Luft liegt und vom Ende denkt man nur, es kann einfach nicht sein. Und man weint, man hat Gänsehaut, man ist irgendwie auch, ja, man hasst jemanden absolut und es ist ein ganz anderer King, zumindest zu denen, die ich vorher gelesen habe, denn dieses übernatürliche Fantasy-Reiche passt eigentlich nicht zu ihm. Und gerade das macht es wieder passend zu Stephen King. Denn auch hier schafft er es einfach, die Charaktere tiefgründig zu gestalten, rüberzubringen und einfach so eine Spannung aufzubauen, die ich wirklich mega finde. Zudem ist das Buch auch nicht allzu dick, also wirklich für Anfänger geeignet, die sich nicht mit langen Büchern vielleicht erstmal so ja, aufhalten wollen. Absolute Empfehlung, The Green Mile. Auch die Verfilmung, die finde ich auch wirklich sehr, sehr gelungen. Das zweite Buch, was ich empfehlen möchte, ist Sie bzw. Misery. Ich war da früher immer sehr verwirrt und dachte, wenn die Leute von Misery und Sie sprachen, dass das irgendwie 2 unterschiedliche Bücher sind und dachte immer, warum kenne ich das eine nicht, beziehungsweise warum kam mir die Geschichte von dem anderen Buch immer so bekannt vor. Es ist also das gleiche Buch für alle die sich das vielleicht auch fragen und hier muss man schon wirklich von einer Horrorgeschichte sprechen, denn wir treffen hier auf einen Autor, der bei einem Autounfall ja im Grunde verunglückt ja und dann irgendwie gerettet wird, dort dann erfährt, dass die Rettende sozusagen ein großer Fan seiner Buchreihe ist, eben unter anderem auch von Misery und ja, als er so ein bisschen erzählt, wie diese Geschichte enden soll, ja, ist seine Retterin nicht so richtig begeistert davon und ja, der Horror bricht aus und das Grandiose an dieser Horrorgeschichte ist, dass man die Angst von Stephen King förmlich riechen kann. Es ist eine Geschichte, die auch wieder so ein bisschen langsamer anfängt, die aber wirklich tiefgründig wird. Man ist in diesem Haus, das irgendwo ganz abseits von allem irgendwie ist und man ja, steckt da irgendwie mit dem Autor fest, der ja auch wirklich ans Bett anfangs gefesselt ist. Und ja, wir erleben den Horror erst so ein bisschen unterschwellig, so ein bisschen nebenbei und dann packt er uns und greift uns mitten in die Geschichte. Eine unglaubliche Sogwirkung hatte diese Geschichte auf mich. Habe ich, glaube ich, auch an einem Abend, einer Nacht weggesuchtet. Ich war wirklich total gebannt und man kann eben dadurch, dass wir hier einen Autor als Protagonist haben, eben die Angst spüren, die Stephen King wahrscheinlich auch einfach umhertreibt und der seine Angst in diese Geschichte packt, um sie irgendwie zu verarbeiten und das macht er auf wirklich grausame Art und Weise. Es ist nichts für Zartbeseitete, es wird an mancher Stelle schon sehr brutal und auch
ja, ganz schön heftig, das muss man ganz klar sagen. Also es ist jetzt persönlich nichts für 12-, 13-Jährige, aber es ist schon wirklich so klassischer Horror, der einen wirklich ergreift und auch eine ganze Zeit lang nicht mehr irgendwie loslässt. Und auch die Verfilmung hier finde ich wirklich okay, allen voran natürlich auch mit der Schauspielerin, deren Namen ich schon wieder verdrängt habe, aber wirklich ein toller Film, den ich wirklich immer mal wieder ganz gerne sehe. Ja, und aber auch das Buch ist eine absolute Empfehlung. Beim dritten Buch handelt es für mich sich tatsächlich um einen klassischen Thriller, der ein Kind zum Protagonisten hat. Und zwar spreche ich vom Feuerkind. Eine Geschichte, die ich irgendwann mal irgendwie relativ jung auch gelesen habe, müsste so eine der ersten 5-6 Kings gewesen sein, die ich auch im Regal meiner Mutter entdeckt habe und gelesen habe und auch lesen durfte. Bei Feuerkind haben wir ja ein Kind als Protagonistin, die ja im Grunde eine gewisse Gabe hat, nämlich kann sie Feuer entstehen lassen. Ihre Eltern wollen, dass sie das unterdrückt, dass das natürlich nicht bekannt wird, doch es kommt irgendwann alles anders und das Kind muss sich und die Familie beschützen und auch verteidigen. Ein Buch, was für mich wirklich so diesen klassischen Thriller-Effekt hat, natürlich auch so ein bisschen dieses Übernatürliche mit reinbringt durch das Mädchen, das eben Feuer erzeugen kann oder auch mit Feuer ja etwas tun kann. Das hat natürlich ein bisschen was Übernatürliches. Es ist für mich aber aufgebaut wie ein klassischer Thriller. Wie ein klassischer Thriller, der einen packt, fesselt und auch so in die Seiten reinzieht. Und ich habe das Buch, glaube ich, mittlerweile 3-mal gelesen. Ist für mich auch so ein Zwischendurch-King tatsächlich. Natürlich weiß ich mittlerweile auch, was passiert. Und ja, dieser Effekt ist ja einfach anders, wie er natürlich so als 15-, 16-Jährige war. Nichtsdestotrotz lässt dieses Buch für mich überhaupt nicht nach. Gehört definitiv zu meinen Favoriten. Ist mal wieder ein ganz anderer King. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Es ist alles sehr schnell erzählt, dennoch tiefgründig, denn das kann King einfach. Und es ist auch ein sehr dünnes Werk. Das Ende ist hier nicht ganz so mein Fall, muss ich auch ganz klar sagen. Ist ja sehr oft leider bei Stephen King so. Aber alles in allem ist das wirklich ein sehr, sehr solider Thriller mit diesem übernatürlichen und man hat auch noch ein Kind als Protagonist, was ich wirklich spannend und gut finde und ja, zum Teil auch sehr gruselig. Dann schwärmen auch immer wieder Leute von Stephen Kings Kurzgeschichten und das wäre jetzt mein 4. Buchtipp und zwar Frühling, Sommer, Herbst und Tod. Ja, er lässt den Winter aus, das finde ich tatsächlich auch ganz gut. In diesem Band sind 4 Kurzgeschichten enthalten. Ich habe diese Kurzgeschichtensammlung tatsächlich auch nur als E-Book hier, gar nicht als echtes Buch. Ich sollten wir vielleicht auch mal noch ändern in unserer Sammlung. Kurzgeschichten sind definitiv etwas für Einsteiger und gerade in dem Fall sind diese Kurzgeschichten doch ein bisschen länger, neigen schon fast dazu, Novellen zu sein. Und bitte fragt mich jetzt nicht, was da der große Unterschied ist. Es ist definitiv so ein bisschen Länge. Ich finde, Stephen Kings Kurzgeschichten können entweder ein absolutes Highlight sein oder eine Katastrophe. Ich hatte schon alles. Und auch gerade bei den Katastrophen merke ich zumindest recht schnell, das ist nichts für mich. Denn Stephen King lebt für mich eigentlich durch seine längeren Geschichten, durch seine längere Erzählweise. Manchmal kriegt er das aber auch in Kurzgeschichten wirklich grandios hin. Und das finde ich definitiv in dieser Sammlung ist ihm absolut gelungen. Zudem sind viele dieser Kurzgeschichten auch bereits verfilmt worden. Es ist enthalten Der Musterschüler, wurde grandios mit Ian McKellen verfilmt. Es geht weiter mit Pin-Up. Das ist die Geschichte zu Die Verurteilten. Wir haben Die Leiche. Und da musste ich tatsächlich überlegen, dass das auch eine Verfilmung ist. Nämlich, das ist der Ursprung von Stand By Me. Unter anderem ja mit River Phoenix, was ich eine großartige Verfilmung finde und da auch anfangs überhaupt nicht wusste, dass das auf eine Kurzgeschichte von King zurückzuführen ist. So ist das manchmal. Und Atemtechnik, was glaube ich nicht verfilmt wurde, aber ebenfalls eine grandiose Kurzgeschichte ist. Es ist eine bunte Mischung an Geschichten. Bei Die Leiche, bei Stand By Me hat er so ein bisschen wieder dieses Freundschaftenthema aufgegriffen. Beim Musterschüler verarbeitet er so das Böse im Menschen. Es geht da unter anderem auch um einen Aufpasser, glaube ich, von einem KZ, spielt aber Jahre später und der Nachbarsjunge nimmt da irgendwie Kontakt ab. Bei Die Verurteilten ja, hat man eben ja auch so ein bisschen dieses Gefängnis-Verurteilungsfeeling und alles Geschichten, die irgendwie unterschiedlicher nicht sein könnten, aber die doch so ein gewisses Miteinander haben und einfach so die Handschrift von Stephen King. Ich finde diese 4 Kurzgeschichten wirklich sehr, sehr gelungen, kann sie empfehlen und glaube, dass man mit Kurzgeschichten grundsätzlich bei Stephen King auch nicht sehr viel falsch machen kann. Und der letzte Tipp ja, eignet sich dann für Leute, die keine Angst vor Wälzern haben, Zeitreisen lieben und schon immer so ein bisschen was über John F. Kennedy erfahren wollten.
Es geht um Der Anschlag. Ja, tatsächlich ist der Titel, finde ich, immer ein bisschen komisch gewählt, aber es geht natürlich auf den Anschlag gegen John F. Kennedy und wir haben hier Zeitreise, denn wir treffen auf unseren Protagonisten, der, ich glaube, 5 Jahre vor dem Anschlag in diese Zeit reisen kann und es irgendwie verhindern möchte. Es gibt aber natürlich so die ein oder andere Tücke in dieser Zeitreise, die für mich tatsächlich sehr logisch sind und insofern Zeitreisen halt logisch sein können, wirklich großartig erzählt ist. Es gibt viele Anspielungen auf Geschichten von Stephen King, die man natürlich nur versteht, wenn man ein bisschen tiefer in der Materie drin ist. Dennoch ist dieses Buch durch diesen Zeitreisefaktor nicht weniger in den Bann ziehend. Die Sogwirkung ist sehr groß und auch die Geschichte, die er einfach erzählt um John F. Kennedy, was es eben auch für Auswirkungen gibt, wenn man was in der Zeit verändert und was passiert, wenn diese Veränderungen beim nächsten Zeitsprung, wenn man doch wieder in seine Zeit geht und zurückkommt, wieder weg sind? Wie kann man es immer wieder schaffen, irgendwie die Dinge so zu verändern, dass sie am Ende das ergeben, was man möchte? Und diese Geschichte war für mich einfach der Hammer. Das ist wirklich mit, würde ich sagen, mit Friedhof der Kuscheltiere und Es aller wirklich auf einer Ebene. Ich liebe Der Anschlag. Es ist keine Seite zu viel. Es ist wunderbar erzählt. Es nimmt alle Aspekte so des Menschseins, des Lebens, dass man die Vergangenheit gerne verändern möchte, nimmt es irgendwie mit und er erzählt es einfach großartig. Und auch das Ende ist der Wahnsinn und ja, es gibt wohl Gerüchte, ich weiß gar nicht, ob das bestätigt ist, dass einer seiner Söhne an dem Ende mitgearbeitet haben, dass irgendeiner sagte, ich könnte Joe Hill gewesen sein, ich weiß es nicht, gesagt haben, ach Mensch, Vater, jetzt hast du das Ende hier wieder verdorben, ich nehme das mal in die Hand und es dann zusammen mit Stephen King eben verändert wurde und das Ende ist einfach großartig. Wirklich ein Buch, was glaube ich tatsächlich, obwohl es noch gar nicht lange her ist, dass ich es gelesen habe, ich glaube erst 2017, für mich eigentlich, also mich seitdem auch nicht mehr losgelassen hat und ich glaube, dass das ganz bald auch mal wieder in Reread-Kandidat wäre, wenn ich es mir nicht einfach mal anhöre, ja, weil ich das eben einfach wirklich großartig finde. Es ist natürlich ein Wälzer, ist für mich aber auch ein absoluter Anfänger-King, weil es eben dieses Zeitreisethema hat, was ja nicht weniger gruselig sein kann, aber es ist eben nicht dieses extreme Horror-Übernatürliche, wie ja Stephen King eigentlich, ich sag jetzt mal, verrufen ist oder wofür er bekannt ist, sondern dass er hier was anderes schafft, aber einfach sein, ja, wie er seine Werke aufbaut, hier mit einbaut und das einfach großartig macht. Natürlich könnte ich jetzt noch stundenlang weiterreden und ich glaube, das ist jetzt auch das längste der 5-Tipps-Reihe-Videos bisher sozusagen geworden, aber bei Stephen King und als Kingsianer muss ich natürlich einfach ein bisschen ausholen. Ich bin jetzt natürlich neugierig, ob ihr selbst schon Kingsianer seid und euch auch schon an King versucht habt, ob, ja, welche Bücher euch hier gefesselt haben, begeistert haben, ob es schon Bücher gab, die ihr vielleicht auch gar nicht mochtet. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, auch wenn ihr Tipps habt und sagt, das Buch muss man auf jeden Fall gelesen haben, dann natürlich auch in die Kommentare. Ich habe auch alle Bücher unten in die Infobox verlinkt. Guckt da gerne mal vorbei und natürlich auch zu den anderen 3 Kingsianern. Ja, werft da einfach mal einen Blick drauf. Vielleicht erkennt ihr ja die anderen 3 noch nicht. Oder wenn jetzt der Hangout auch schon stattgefunden hat, packe ich den auch mal unten in die Infobox, wenn ihr da Lust habt, uns ein bisschen so beim Schwafeln zuzusehen. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und vielleicht ist auch der ein oder andere Tipp für euch dabei. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.